Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Videoandacht aus unserer Kirche in Uelsen. Letzten Sonntag haben wir etwas aufgenommen mit Blick vom Mühlenberg auf unsere Kirche. Heute soll die Kanzel, der vertraute Blick darauf, im Mittelpunkt stehen. Wir wollen beten mit Worten aus Lied 168. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor Gott. Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Amen. Hören wir heute auf Verse aus dem Hebräerbrief, aus dem Anfang des 12. Kapitels. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Liebe Gemeinde, ein ungewohntes Bild ist das jetzt für mich. Vor mir die leeren Kirchenbänke. Nur ihr zwei seid hier, die ihr helft bei der Aufnahme. Vielen Dank dafür, auch allen weiteren, die an dem Video mitarbeiten. Eine Kirche ohne Besucher und doch fühle ich mich nicht allein. Vielen Kirchenbesuchern geht das ganz ähnlich, besonders in solch altehrwürdigen Gebäuden wie diesen. Da ist irgendwie etwas spürbar von den vielen Menschen, die vor mir hier das Wort Gottes gehört haben, die vor mir hier gesungen und gebetet haben, die ihr Glaubensbekenntnis hier abgelegt haben. Sie sind in Freud und Leid hier vor Gott zusammengekommen. Viele von diesen Menschen habe ich in meinen 21 Jahren hier in Uelsen persönlich kennenlernen dürfen. Bibelfeste Reformierte, vertraut mit Katechismus und Gesangbuch, Menschen, die ihren Glauben aber auch im Alltag bezeugt haben in Wort und Tat. Von früheren, von älteren Generationen ist mir anschaulich erzählt worden, besonders da von einigen Predigern. Pastor Berns in der Nazizeit so ist mir besonders vor Augen, der für seinen Mut sogar sein Leben geben musste. So viele Christen, die in schweren Zeiten, und die gab es immer schon schwere Zeiten, ihren Mut nicht haben sinken lassen, sie haben voller Zuversicht aufgesehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So verstehe ich die Wolke von Zeugen, von denen der Hebräerbrief hier spricht. Das sind nicht nur die, die er da in dem Kapitel vorher alle aufzählt, sondern ihre Zahl ist noch viel, viel größer. Dazu gehören bis heute alle, die uns im Glauben vorangegangen sind, besonders auch Menschen in meiner eigenen Familie, Eltern, Großeltern, die fromme Tante vielleicht oder sonst jemand, der mir wichtig war. Denken Sie einmal darüber nach. Wer hat Ihren Glauben besonders geprägt? Wer gehört zu Ihrer Wolke von Zeugen? Sie dürfen gewiss sein, die sind jetzt an Ihrer Seite. Ihr Gottesdienst zu Hause, den Sie vielleicht äußerlich jetzt alleine feiern müssen. Sie sind nicht allein. Nicht nur Jesus Christus ist in seinem Wort gegenwärtig, sondern unsichtbar sind auch die anderen mit dabei. Unsere Vorläufer, Vorgänger, Vorbilder im Glauben. Das ist dem Schreiber des Hebräerbriefes ganz wichtig. Er vergleicht in diesen Versen den Weg des Glaubens mit einem Langstreckenlauf.
Viele Runden im Stadion, die ein Läufer durchhalten muss, oder sonst eine Kampfdisziplin, in der es auf Ausdauer ankommt. Durchhalten, und das ist oft schwer. Ganz wichtig also, dass rundherum ganz viele sind, die ihn anfeuern, die mir Mut machen, die mir zurufen, wach weiter, gib nicht auf. So eine Wolke von Zeugen. Wenn das Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen spricht, dann ist, denke ich, vor allen Dingen daran gedacht, diese Menschen, die wichtig sind, damit wir das können, laufen mit Geduld, durchhalten, auch dann, wenn es gerade mühsam wird. Zwischendurch, die Sache passt ja nicht nur für den Weg des Glaubens, laufen mit Geduld, sondern das ist jetzt auch gerade dran in Zeiten des Coronavirus. Eine Woche von strikten Distanzhalten liegt hinter uns. Schulen und Kindertagesstätten sind sogar schon seit 2 Wochen geschlossen. Die einen haben deshalb überhaupt keine Ruhe mehr. Kleine Kinder rund um die Uhr haben sie im Haus um sich, kaum noch Ideen, wie sie sie weiterhin sinnvoll beschäftigen können und vielleicht sogar nebenbei sogar noch Zeit für Homeoffice hätten. Und andere, die viel zu viel Ruhe haben, weil kein Mensch mehr vorbeischaut, kein direktes Gespräch mehr. Dennoch, bis jetzt war das alles ganz gut durchzuhalten. Aber noch eine Woche? Noch 2? Oder gar 3? Da ist dann wirklich Ausdauer gefragt. Laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Die Kräfte einteilen, denn wer weiß, wie lange? Wie lange auf jeden Fall noch einzelne weitere einschränkende Maßnahmen gehen, noch durchgehalten werden müssen, ganz zu schweigen von den langfristigen Auswirkungen dieser Krise, nicht nur in der Wirtschaft. Da brauchen wir wirklich ganz viel Geduld und Kraft. Wir wollen Gott bitten, dass er sie uns schenkt. Wir bitten auch um Weisheit für die Politikerinnen und Politiker, die jetzt schwierige, höchst schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Kraft brauchen wir und Zuversicht. Der Hebräerbrief erinnert uns daran, wo wir diese Kraft finden, wo wir sie bekommen, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In ihm haben wir Gewissheit, dass am Ende, ganz am Ende alles gut wird. Durch Jesus Christus, der das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, heißt es hier, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Sein Bild wird uns hier vor Augen gemalt. Jedes Jahr neu in der Passionszeit werden wir an die tiefsten Tiefen erinnert, durch die Jesus für uns gegangen ist, uns voran. Und wer ihm nachfolgt auf dem Weg, der wird davon ebenso etwas zu spüren bekommen. Christen bleiben nicht von allem verschont. Nein, sie wissen oft viel genauer als andere, dass zu dieser Welt Leid und Trübsal gehört. Wir können das nur durchstehen, indem wir auf Jesus schauen. Ihn, der alles für uns und mit uns trägt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Anfänger. Mich hat dieses Wort eigentlich schon immer gestört. Anfänger. Ich habe da sofort im Ohr, wenn einer stümperhaft auf dem Klavier spielt oder noch schlimmer als Anfänger auf der Geige, so viele schiefe Töne. Das passt doch überhaupt nicht zu Jesus. Oder mir kommt in Sinn der Begriff von dem blutigen Anfänger. Einer, der sich zum Beispiel, bis er dann am Ende kunstvoll Skateboard fahren kann, mit allem drum und dran, mit Sprüngen, sich bis dahin ganz viele Schrammen holt. Vielleicht wirklich eine blutige Nase. Aller Anfang ist schwer. Obwohl das könnte sogar ein klein wenig zu Jesus passen, zu seinem Weg, dass es schwer gewesen ist. Jesus geht nicht so, wie man es vermuten konnte, von einem Gottessohn, der die Himmel durchschritten hat, der
deshalb vielleicht, so könnte man es annehmen, sagt, ach, ich gehe das ganz routiniert, so einen Weg, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Nein, sondern es heißt dort in Hebräer 4 weiter, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Gegen höchste Widerstände hatte Jesus zu kämpfen. Es hat ihn wirklich sein teures Blut gekostet. Durch sein Sterben am Kreuz ist der Sieg für uns errungen worden. So hat er den Weg gebahnt durch das Dunkel des Todes zur ewigen Freude. Als Erstbegeher könnte man Jesus daher vielleicht bezeichnen, als Pionier, als überaus kundigen Guide. Ich mag das Wort Anführer nicht so sehr. Einen, der alles kennt und dem wir deswegen auch auf allerschwierigsten Wegstrecken, auf allergefährlichsten unseres Lebens und ihm anvertrauen können. So in dem Sinne vielleicht. Dennoch Martin Luther hat das Wort Anfänger gewählt. Und es ist auch in allen späteren Revisionen stehen geblieben. Ich denke, es ging Martin Luther um die Erinnerung an eine andere ganz wichtige Bibelstelle. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Gemeint ist hier also nicht nur allgemein der Glaube, von dem Jesus Christus der Anfänger ist, sozusagen der Begründer, der Stifter einer neuen Religion, sondern es geht um meinen persönlichen Glauben. Den hat Jesus in mir angefangen. Nicht mein Wollen und Entscheiden war es, dass ich zum Glauben gefunden habe, sondern es ist sein Geschenk. Und ebenso, wenn ich festhalten kann am Glaube bis ans Ende, das auch ist allein Gnade Gottes in Jesus Christus. So ist er mein Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dennoch soll ich auch selbst alles tun, was in meiner Kraft steht. Laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wie das beides zusammengeht. Von Anfang bis zum Ende kommt alles von Jesus Christus allein und dennoch soll ich meine ganze Kraft dafür einsetzen. Ich weiß nicht, wie das zusammengeht, ich brauche das auch nicht zu verstehen. Es reicht, dass ich mich an das halte, was allein Zuversicht gibt, Aufsehen zu Jesus. So bekomme ich wieder neu die Kraft, die ich brauche, auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Zuversicht und Geduld, Mut und einen Blick auf das, was mein Nächster nötig hat. Und noch viel mehr gilt es für den ganzen Glaubensweg bis hin zum ewigen Ziel. So gelingt es, dass wir da nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Wir wollen beten. Gnädiger und barmherziger Gott, das, von dem wir lange meinten, dass es weit weg von uns ist, hat nun auch uns erreicht. Ein Virus, das so bedrohlich ist, dass es die gewohnte Ordnung im Land durcheinander bringt und unser Leben spürbar einschränkt. Viele von uns haben Angst vor dem, was noch kommen kann. Viele wissen nicht, wie sie es schaffen sollen, was nun verlangt ist. Viele bangen auch um ihre wirtschaftliche Existenz. Alles ist so ungewohnt und wir können nicht einmal mehr zusammenkommen, um uns hier in der Kirche im Gottesdienst stärken zu lassen. Wir denken an die Infizierten, die in Quarantäne warten, was auf sie zukommt. Lass sie den Beistand erhalten, den sie brauchen. Wir bitten dich für die Erkrankten, die um ihr Leben kämpfen müssen. Halte deine Hand schützend über sie und bewahre auch die, die sie behandeln und die sie pflegen. Sei auch bei denen, die in dieser Woche an Grab und Sarg stehen mussten. Ganz anders als gewohnt mussten sie nun Abschied nehmen. Tröste du sie, sei du bei ihnen. Gnädiger Gott, wie gut, dass so viele in der Welt ihr Wissen einsetzen, um diese Krankheit zu bekämpfen. Schenke du
gelingen. Lass diese Erkenntnis wirklich allen Menschen zugutekommen und gib denen, die jetzt entscheiden müssen, wie es weitergeht, Weisheit, Mut und einen Blick für die, deren Leben sich dadurch ändert. Gott, stärke den Zusammenhalt in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Weite du unseren Blick für die, die uns gerade jetzt besonders brauchen. Und lass uns über die Sorge um das eigene Leben nicht die vergessen, die schlimmer dran sind als wir. Bring uns in dieser Krise zur Einsicht für das, was im Leben wirklich zählt. Und wecke in uns die Kräfte zum Guten. Wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.